MX Kids sind erst 5 Jahre. Die jungen Fahrer bestreiten 2 Rennen, das je 8 Minuten und 2 Runden gefahren wird. Gestartet wird in der 50-Kubik-Klasse. Dabei wird den Kids hier schon einiges an Kondition abverlangt. Seit wann tust du Motocross fahren? Seit 3 Jahren. Wie seid ihr in Gatsch fahren? Schlecht. Warum tust du Motocross fahren? Nur weil es Spaß macht und weil es einfach lustig sein soll und nicht übertrieben. Ist das eigentlich als Vater, wenn man da so beim Sohn zuschaut, blieb da manchmal das Herz? Möchte man da gern selber aufsteigen? Ja, man möchte schon gern selber aufsteigen, aber in gewissen Kurven oder bei gewissen Sprüngen, da hat man schon immer ein wenig Angst, also dass einem nichts passiert. Etwas schneller und wilder geht's weiter mit der Klasse 65 Kubik. Hier fahren 8- bis 12-Jährige. Noch lauter und noch schneller wird's bei den Jugendlichen ab 12. Sie kämpfen in der Klasse 85 Kubik bzw. in der Klasse 125 bis 250 Kubik. Schon seit 7 Jahren, mit 3 Jahren habe ich angefangen. Und mir taugt das Motocrossfahren halt so, weil man nicht treten muss wie beim Rall. Und man kann auch so springen. Ja, ich finde das einfach klasse. Ich möchte halt einfach zum Spaß fahren. Also nicht für Geld oder so für Weltmeisterschaften. Nicht, dass ich Spaß habe dabei. Seit 2 Jahren Motocross und mir macht es halt voll Spaß, weil ich wollte schon irgendwie 5 Jahre alt war Motocross, habe aber dann erst mit 7 Jahren gekriegt und ja, das war's. Besonders wichtig beim Motocross ist Brustpanzer hat man da wegen der Brust und Ölbungsschützer, die gehen da so vierer und Knieschützer, die sind da ganz unten und dann Helm, der ist am wichtigsten. Halt auch Motocross und es macht halt Spaß und rechts vorne einfach. Ja, wir sind da in Röd im Traunkreis draußen auf der MX Kids Kinder- und Jugend-Motorsportstrecke. Das ist die einzige Kinder- und Jugend-Motocross-Strecke, was es gibt den ganzen. Nein, Entschuldigung, es gibt mittlerweile auch, also wir haben angefangen mit dem. Und einige Vereine haben jetzt noch nachgerüstet und haben für die Kinder was gemacht. Es gibt sehr viele Jugendliche, die diesen Sport betreiben. Und wir haben da vor einem Jahr angefangen und haben nächstes Jahr das 10-Jährige. Und sind natürlich immer bedacht, dass die Kinder ihre Schutzausrüstung auch haben. Dadurch passiert auch relativ wenig. Also es ist nicht so wie beim Skifahren, viel besser. Also es passiert ganz wenig. Und das ist eben ausschlaggebend, dass man die Schutzausrüstung und die Regeln einfach einhält. Und die Kinder lernen Disziplin, Training, Kondition, koordinieren, reagieren. Also das sind alles Sachen, was bei diesem Sport lernen. Und somit haben sie auch für die Zukunft, für die Schule oder auch für das weitere Berufsleben absolute gute Voraussetzung.